Innerschweizer Schwing- und Alplerfest 2016. Wir sind zurück in unserem wunderbaren Studio hier hoch über der Arena Misaf 2016 zu einsiedeln. Und langsam aber sicher kommen wir in die heisse Phase. Wir haben zwei Schlussgang-Teilnehmer gefunden. Es sind das der Mike Mühlenstein hier aus Einsiedeln und der Christian Schuller aus dem Roten Turm. Jetzt wollen wir aber zuerst noch ein bisschen zurückschauen, wie es überhaupt so weit gekommen ist, und haben Ihnen für das eine Zusammenfassung zusammengestellt von der fünften Gang. Erfrischend hat er gekämpft bis jetzt, der Sörenberger Vicky Joel. Das bringt ihm das Duell mit dem zweitplatzierten Mühlenstein Mike im fünften Gang. Ein Sieg würde beide im Schlussgang einen grossen Schritt näher bringen. Der Mühlenstein Mike bringt dann den Vicky Joel in die Brücke. Eine halbe Ewigkeit haltet sich der Sörenberger, bis ihm die Kraft ausgeht. Der Mühlenstein Mike lässt sich ein 9-7-5 schreiben und muss jetzt abwarten, wie die anderen Schlussgangkandidaten kämpfen. Wie etwa der Schurtenberger Sven in den dunklen Hosen, der Nottwiler im Duell mit dem Nidwaldner Mathis Marcel. Der Sieg holt sich der Luzerner, aber erst mit Nachdrücken am Boden. Ein Viertelpunkt, der im Kampf um den Schlussgang fehlt. Genau dieser Viertelpunkt fehlt auch dem Brun Jonas. Aber das kann er wohl verkraften. Schließlich bodigt der Entlebucher im fünften Gang den Eidgenoss Grab Martin. Unter den Augen des designierten Schlussgang-Teilnehmer Mühlenstein Mike duellieren sich im Segmel der Schuler Christian und der Fankhauser Erich. Ein Gang, der trotz mehrerer Angriffe vom Schuler Christian gestellt ausgeht. Und weil Kampfrichter im Roten Turmer ein 9 schreibt, langt zum Schuler Christian in Schlussgang. Spannende Ausgangslage also für den Schlussgang. Ueli Banz, Adi Leimbacher, ich schlage trotzdem vor, wir schauen mal noch auf die Zwischenrangliste nach dem fünften Gang. Die sieht folgendermaßen aus: auf dem 1a der Mike Mühlenstein, 1b der Christian Schuler und dann hinten dran eben ein paar, wie wir jetzt gerade in der Zusammenfassung gesehen haben, wie der Jonas Braun, Sven Schurtenberger, Andi Imhof, dann auch nachher der René Suppiger oder der Erich Fankhauser. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, Ueli Banz, wenn jetzt im Schlussgang zu einem Gestellten kommt, was würde das bedeuten, wenn wir jetzt hier mal die Zwischenrangliste haben? Ja, zuerst muss wieder geschwungen sein. Also auch die hinterzu, die jetzt nicht in den Schlussgang kommen, die müssen zuerst ihre sechsten Gänge absolvieren. Und auch das kann wieder gestellte Gänge geben. Dann wird es einfach verrechnet für die Schlussgänge stellen. Oder die auch natürlich einen heissen Fall. Aber es ist jetzt natürlich so, die ihre sechsten Gänge gewinnen, gerade die mit 48,5 oder auch der Immofandi mit 48,25, können sich natürlich noch Chancen ausrechnen auf einen gestellten Schlussgang. Adi Leimbacher, für mich ist das manchmal so, sobald man die beiden Schlussgang-Teilnehmer kennt, ist alles so ein bisschen bei dem Schlussgang. Aber eben die sechsten Gänge sind ja auch noch enorm wichtig. Ist auch, wenn man nicht der Schlussgang-Teilnehmer ist, halt der Fokus genommen und man sagt, ich möchte noch ein möglichst gutes Resultat erreichen? Ja, das ist ja so. Der sechste Gang muss immer zuerst geschwungen werden. Die am Schlussgang sind, im heutigen Fall, der wird sich sicher nicht auf einen gestellten rausgehen lassen, weil es muss eine Entscheidung geben. Ich finde das auch sehr schön für das Fest, dass es einen spektakulären Schlussgang wird geben. Und auf der Lauerstellung sind natürlich ganz klar der Imhof-Andi, der seinen Titel noch verteidigen. Wahrscheinlich ist ihm sicher spätestens jetzt in Sinn gekommen. Jetzt sollte ich eben gleich das Ganze ein bisschen ernst nehmen. Oder auch der Schurtenberger Sven oder der Suppiger René sind absolut tauglich, wenn sie den letzten Gang gewinnen können, dass sie fest auch auf seine Seite ziehen können. Darum würde ich sagen, bei denen, die am Schlussgang stehen, die wissen ganz klar, es muss eine Entscheidung kommen und das wird auch einige geben. Wir hoffen, es ist natürlich immer schöner, wenn es so einen Schlussgang-Entscheidung gibt. Ueli, was wir vielleicht mal noch müssen ansprechen müssen, sind die Kränze ganz allgemein. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es heute am Innerschweizer so, dass wer einen Kranz holt, ist automatisch am Eidgenössisch Ende August zu Estaweihe dabei. Also das ist sicher auch noch ein Punkt, wo dem einen oder anderen Schwinger heute durch den Kopf geht. Ja, das ist sicher eben eine entscheidende Phase. Jetzt, also Innerschweizer Kranz sind sicher schon das Ticket für ein Eidgenössisch. Klar werden die anderen Leistungen auch noch angeschaut.
Aber das ist eigentlich schon eine super Ausgangslage. Wenn du jetzt auf die Zwischenrangliste schaust, nach 5 Gängen, was freut dich vielleicht besonders oder überrascht auch ein Stück weit? Ja, man trifft doch den einen oder anderen Namen an, den man sonst nicht unbedingt gehört oder nicht immer gerade im Fokus ist. Es ist aber auch so, dass nach wie vor eigentlich die Schwinger, die man das ganze Jahr eigentlich ein bisschen, immer vorab sieht und schlussendlich auch auf der Rangliste aufgeführt ist, in der Kranzränge, die sind da mit dabei. Und es wird gegen Kinder nicht grosse Überraschungen geben. Was mich besonders freut, natürlich, dass wir hier da einen Haufen Entlebucher noch im Rennen haben, die wir Kränz machen. Da tue ich sicher auch noch ein bisschen mitfieber. Ja. Adi, vielleicht der Blick auf die Kränze heute, die automatische eidgenössische Selektion bedeutet. Ist das eine Befreiung, wenn man nachher sagen kann, es stehen ja doch noch ein paar Schwingfeste da, bevor das eidgenössisch ist? Ist das besonders wichtig, wenn man heute schon heim kann und kann sagen, ich bin jetzt dabei an dem Eidgenössischen und kann jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen runterfahren? Oder muss man da einfach durchziehen bis Ende August? Ja, ich glaube, es mit runterfahren ist nicht getan. Es heisst, das Innerschweizer ist schon ist so ein Mass der Dinge, wo man sich die letzten Chancen vielleicht noch holen kann. Das betrifft vor allem solche Schwinger, die noch keinen Kranz gemacht haben, die hier auch die Chance bekommen, überhaupt teilzunehmen. Klar kommen jetzt noch Rigi, Brünig oder Schwegalp, Weissenstein, wo es auch noch Chancen gibt, aber dort werden die, die noch keinen Kranz haben, gar nicht hingehen können. Ich sage jetzt vor allem Weissenstein oder Schwegalp. Und vielleicht, je nachdem, es gibt auch leider auch immer Verletzungen, wo der gewisse wieder die Chance bekommt, jetzt mal einen Berg oben vielleicht einen Kranz zu holen. Aber dort oben wird es leider auch nicht so einfach. Es ist viel schwieriger noch, weil das Teilnehmerfeld so eng ist und gut besetzt ist. Wenn man jetzt gerade denkt, auf der Region oben, wo alle Berner wieder kommen, wo jetzt die Innerschweizer vielleicht die meisten Chancen hätten, dort man eine, zwei wieder können zu bringen. Und von dem her gesehen, ist die Innerschweizer schon ein bisschen massgebend. Wenn man hier den Kranz macht, jetzt in diesem Jahr, sollte das eigentlich rein theoretisch langen. Aber der Ueli hat vorhin gesagt, es wird nicht grosse Veränderungen geben, es wird nicht grosse Schwinger rum, die sich heute in den Fokus stellen können, hier nochmal eine Chance zu haben. Und wir werden jetzt sehen, wie sie dann selektionieren. Es ist schlussendlich zum Glück nicht unsere Aufgabe. Es ist sicher in dem Fall schwierig, dass das eben so funktioniert. Schluss am Ende schauen wir, wer sich für das Eidgenössische selektioniert, wer heute vielleicht glücklich heimkommt. Es sind sicher vor allem die, die dann eben auch im Gabentempel sich etwas ganz Schönes dürfen abholen am Ende des Tages. Die Schwinger oder auch die Steinstösser, die wir an dieser Stelle nicht dürfen vergessen dürfen, dürfen sich ja am Abend dann eine Gabe aussuchen im Gabentempel. Darum haben wir unsere Brigitte Büchel mal dorthin geschickt. Ja, ich bin hier mitten im Gabentempel. Da hat es rund 250 Gaben für alle Schwinger und Steinstösser, die mitgemacht haben. Da hat es von Haushaltsgeräten über Werkzeuge, alles eigentlich. Es hat einen riesen Fernseher, Kinderspielzeug, da extra geschnitzte Stühle, die als Innerschweizer Schwing- und Älplerfest erinnert für die, die teilgenommen haben. Da hat es da einen riesigen Spitzhammer. Wer der den ausliest, das frage ich mich jetzt gerade. Da hat es einen Grill. Ski, ein Kindervelo, also wirklich alles, was ein Schwingerherz begehrt. Und der Herr über all diese Gaben, das ist der Roland Gier, der Gabenchef. Ja, Roland, woher kommen all diese Preise? Ja, das sind von den örtlichen Geschäften, Schwingerfreunde und auch ausserkantonale, eigentlich rund um den Kanton Schweiz herum, wo wir da zusammentragen und entgegennehmen können. So, vielleicht aus deiner Erfahrung, was sind also die beliebtesten Preise wie der Schwinger und Steinstösser? Ja, also, von den Schwinger kenne ich es natürlich besser. Der Steinstösser hat eigentlich nie weiter zu tun gehabt. Aber ich denke, es wird auch auf die gleiche Seite gehen. Es hat ein bisschen gewechselt von den traditionellen zu den ja, Freizeit-, Werkgeräten. Ein bisschen in die Richtung. Ja. Jetzt, wie ist das beim Verteilen? Können die alle Schwinger aufs Mal da reingestürmt und können da etwas nehmen? Nein, es ist so, jetzt, die erste Rangverkündigung ist der Steinstösser. Und nachher könnt dann ja, ist dann nachher schön nach dem Stundenplan geregelt. Nach 4 Gängen könnten die Erste, die den Ausstieg nicht erreicht haben oder auch einen Unfall gemacht haben, die könnten die Erste rein, könnten eine Gabe aussuchen. Und nachher ist dann Viertel ab 6 für die den 6 Gänge gemacht haben, die Rangverkündigung. Da sieht man ja auch noch riesige Preise da hinten, einen ganzen Küchentisch mit einer Stuhlgarnitur, ein Bett. Was ist das Speziellste, das ihr habt, das Ausfälligste, das Aussergewöhnlichste?
Ja, das Ausfälligste sind sicher mal die Gaben. Das hat man noch nicht gerade gesehen. Hier mit diesen Fleischbrätchen. Das ist etwas Spezielles, was man vielleicht noch nicht gerade gesehen hat. Aber auch etwas so von hier aus der Region? Ja, das ist ein örtlicher TÜV-Club, der das uns gespendet hat. Aber ja, von dem her, wir haben alles entgegengenommen. Ja. Das sieht auch super aus hier. Also all die Gaben, die hier oben sind im Gabentempel, wird jetzt auf dem Schwingplatz weitergekämpft, Fabienne. Du hast den Überblick. Ja, und Sie haben es gesehen, da hat es natürlich ganz viele moderne Gaben dabei. Eben Fernsehen haben wir gesehen, Mountainbikes etc. besonders beliebt sind bei den Schwingern. Aber nach wie vor so ein bisschen die traditionelleren Gaben, die aus schönem Holz angefertigt worden sind. Und darum bin ich schon vor ein paar Tagen mal hier beim Holzwurm zu Einsiedeln vorbeigegangen. Er ist nämlich verantwortlich für die schönen Holzgaben. Besonders beliebte Trophäen im Gabentempel sind neben den Treicheln Erinnerungsstücke aus Holz, wie zum Beispiel Stuhl oder eine Uhr. Darum will ich wissen, wie die Schwingfestgaben entstehen und besuche im Industriegebiet Einsiedeln den Holzwurm Hermann Zurbuchen. Seit über 30 Jahren macht er Gaben für verschiedene Schwingfeste in der ganzen Schweiz. Je nach Aufwand arbeitet er bis zu 2 Tage an einem Werk und so sind schon über 10'000 Gaben zusammengekommen. Hoi Hermann! Hey, hallo Fabienne, salut, guten Tag! Ich muss ja eher sagen, hoi Holzwurm. Ja, Holzwurm, freut mich. Ja. Ich sehe, du bist schon mitten in der Arbeit. Warum man dir Holzwurm sagt, wird auch gerade sofort klar. Und geht alles momentan bei deiner Arbeit ums Innerschweizer Schwing- und Alpenfest? Ja, im Moment ist das die Hauptarbeit. Ja. Im Moment ist das... Wie viel Gaben machst du da, kann man das sagen? Ungefähr 28 oder 29 Stück darf ich machen. Das sieht nach Stuhl aus, sehe ich das richtig? Ja. Jetzt kommen wir mal da rüber, weil da würde das am Schluss so aussehen. Kannst du mir das mal zeigen? Also das ist das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt beizt und lackiert, ja. Oder? Ja. Und jetzt muss ich das jetzt kolorieren. Mhm. Wenn du schaust, dass man da siehst, die Schwingerpaare, die werden jetzt farbig, oder? Ja. Oder? Also da ist noch einiges an Arbeit vor dir. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass man das vielleicht bei alles per Computer macht, aber nein, du tust das in dem Fall alles noch selber machen. Weil das sie, wenn ich jetzt Serien könnte machen von 50, 80, 100 Stück, dann müsste man ganz klar mit dem Computer arbeiten. Aber weil jede Form anders ist, sind das im Prinzip alles unikat. Das sind Einzelanfertigungen. Man sieht auch hinter dir ganz spektakuläre Sachen, wenn ich zum Beispiel den Adler anschaue. Ja, eben, das sind wirklich Einzelanfertigungen. Ist das auch für dich die Faszination, dass du dich da ein bisschen kreativ entfalten kannst? Oder sehr. Was gefällt dir sehr. Am Holzwurm sein? Am Holzwurm sein gefällt mir, weil es jedes Stück Holz eine andere Grundlage ist. Es ist kein Stückchen Holz gleich wie das andere. Wenn man einen Baumstamm nimmt, ist das Holz auf dem Boden unten und 2 Meter weiter oben nicht gleich. Das ist nicht gleich. Und das ist Faszination. Und danach, aus einem so Holzstück, ist auch wichtig, zuerst wieder zu zeichnen. Mhm. Und dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verliere in der Zeit beim Schnitzen. Wenn ich so Federn und so, dann könnte man da noch etwas machen, man kann dort noch etwas machen. Und das ist die Faszination. Das ist wirklich, das ist, und da ist auch das ganze Herzblut drin. Für mich gibt es auch Holzwurm. Und entstanden ist das, weil ich, als ich im 87 mich selbstständig gemacht habe, ein Kollege sagte, du musst einen Namen haben. Dein Geschäft muss einen Namen haben. Dann sagt er plötzlich, du bist doch Holzwurm. Und so ist und das passt ja auch perfekt. Kannst du mir noch sagen, was überhaupt deine Verbindung auch gerade zum Schwingsport ist? Weil wenn man da die wunderbaren Gaben sieht, da auch die Uhr noch mit dem Kloster hinten dran extra für Einsiedeln, da muss schon auch ein bisschen das Herz für einen Schwingsport dabei sein. Richtig, richtig. Ich habe im 69, 70 und 71 habe ich im Berner Oberland geschwungen. Und das ist für mich das urige Bodenständige, dort bin ich daheim. Dort ist, ich sage immer, bodenständig ist viel schöner als ständig am Boden. Ein richtiges Unikat, ein Dorf-Original, fast schon jetzt Einsiedeln, der Holzwurm. Wunderbare Gaben, die er hier auch für das ISAF zur Verfügung gestellt hat. An dich, ich habe eigentlich gedacht, heute sind die Schwinger vielleicht so, dass sie am liebsten eben den
Flachbildschirm heimnehmen zum Fernsehen schauen. Aber gerade so traditionelle Preise, die Holzpreise, die wir sehen, sind nach wie vor sehr beliebt. Das ist ganz klar so. Aber Fabienne, den liebsten nehmen wir natürlich den Muni heim. Ja, gut. Den Lebigpreis. Das ist aber klar, nein. Das ist klar. Wenn du als Jungschwinger zu der Aktivschwinger treten, dann ist es immer etwas Besonderes. Ich mag mich noch erinnern, mein Vater hat immer gesagt, weißt du, Adi, wenn du so schöne, grosse Klopfen kannst heilen, dann bist du gut. Oder? Was ist das? Treicheln? Das ist ja die grösste Treicheln in dem Sinn. Und da habe ich das ins Herzen genommen und irgendwann ist das halt noch ordentlich eingetreten. Dort noch schöne Treicheln heilen können. Und wenn man jung ist, legt man sicher viel Wert auf solche Sachen. Und das häuft sich halt mit der Zeit ein bisschen an. Ja, Hand ich habe es jetzt halt nach 20 Jahren gesehen. Ich habe da nach ein paar Jahren, wir müssen sagen, ich kann nicht mehr nehmen. Ich habe ein Zimmer voll. Es ist sehr schön, ein schöner Erinnerungsstück. Und in den letzten Jahren habe ich mich auch ein bisschen anders orientiert. Ich habe halt viele Sportartikel, oder Handelsgeräte, Werkzeuge, Gutscheine, Ferien, Velo ist gleich was. Und wir können auch ein bisschen umsetzen und brauchen. Und von dem her gesehen ist es sicher sehr schön, dass man da beide Seiten sieht und kann auswählen in dem Sinn. Und eben einige schöne Erinnerungsstücke sicher auch bei Uli Banz, ein oder andere, der sich da angesammelt hat. Und wir hoffen natürlich, dass eben auch heute ganz viele Schwinger so schöne Erinnerungsstücke mit heine werden eben, wie der Adi gesagt hat, den Siegermuni mitnehmen. Das wissen wir schon gleich. Jetzt werden wir zuerst mal noch zu unseren Kommentatoren abgeben für die sechste Gang. Und zack, ist sie im Sargmehl, Fabienne. Sie natürlich nicht, aber unser Liebling aus den USA, sehen wir hier wieder ein, ist auf unserem Platz 5. Der Frank the Tank, der Kech Frank, der hier seinen sechsten Gang absolviert gegen den Nicht-Kranzer Bechard Patrick. Das auf unserem Fernseh-Rink, müssen wir sagen, auf Amerikanisch, oder? Auf Englisch. Ich habe schon gesagt, er erinnert mich eher an einen Isländer, aber... Ja, für ihn wäre es natürlich jetzt schön, wenn der letzte Gang gewinnen könnte. Dann gäbe es einen schönen Abschluss für ihn. Für den Kranz längt es halt nicht mehr ganz. Aber er wird sicher mit guten Erinnerungen dann wieder heimgehen. So sehen wir ihn noch einmal. Aber immerhin, er hat den ersten gestellt gegen einen Kranzer, den zweiten gestellt gegen einen Kranzer, dann den dritten verloren, dann den vierten mit einem Zehni gewonnen gegen einen Nicht-Kranzer, den fünften wieder gestellt. Und jetzt, ja, vielleicht gewinnt er noch einen da zum Abschluss. Und er hat ja gesagt, jetzt ist er da arg in Rücklage. Er hätte sich noch rausdrehen können. Ja, nein, das hat nicht mehr gelangt. Er hat also seinen sechsten Gang noch verloren. Unser Mann aus den USA, aus Kalifornien. Er, der Vorfahren hat aus Luzern und aus Stans. Und jetzt hier wieder in die Innerschweiz zurückkommt. Aber es ist doch so schön, so eine Geschichte, hier ein US-Amerikaner hier im Sagmel Ring zu sehen. Ja, ich kann vielleicht in den nächsten paar Tagen schon ein paar schöne Impressionen mitnehmen von der Schweiz. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er bis zum Eidgenössischen hier bleibt. Ja, vielleicht bleibt er hier. Wer weiß. Macht er einen Schweizer Aufenthalt, geht mit einem Schwingclub trainieren. Dass er vielleicht die eine oder andere Technik noch mitnehmen kann für Festenweihe. Ja, in Amerika ist er wahrscheinlich der Superstar, oder? Mit holt der Kranz um Kranz. Und in der Schweiz ist es halt schon ein bisschen etwas anderes. Jetzt sehen wir auch den Globat Beat, seinen letzten Gang zu machen. Gegen den Koch Roger. Er hat heute sicher nicht einen guten Tag eingezogen. Er hat drei gestellte Gänge. Einen Gang gewonnen gegen Egli Manuel. Und den ersten Gang ja verloren mit dem Schuler Christian. Also für ihn wird es nicht mehr länger. Der geht sicher ohne Kranz. Ohne Kranz. Ja, jetzt geht es ja vor allem darum, vor dem Schlussgang, eben für all die Schwinger, die jetzt hier noch in der vorderen Ränge sind, eben den Kranz einzunehmen. Genau.
Oder man sieht, wie das nahe beieinander ist. Vor ein paar Wochen ein Kranzfest gewonnen. Heute kämpft er sieglos, mehr, das darf man fast sagen. Ich kann nicht einmal mehr um einen Kranz machen. Es ist halt, eben, je nachdem, wie man in den Tag starten kann, immer so ein bisschen bereicht. Ist das Sieg und Niederlage nöch beieinander. Aber das zeichnet den Schwingsport aus und das macht es ja auch interessant. Also hier geht es noch nicht um Kränz. Das ist das, was uns als Nächstes interessiert hier im sechsten Gang. Und dann natürlich als Übernächstes. Wer könnte allenfalls noch um den Festzug mitreden, wenn eben der Mühlenstein Mike und der Schuler Christian im Schlussgang stellen? Aber der Leinbacher Adi hat vorhin gesagt, das passiert nicht. Du hast vorhin gesagt, das passiert nicht. Warum nicht? Ja, also wird das abgesprochen, wenn es irgendwie nach 11 Minuten immer noch keine Entscheidung gibt, dass dann halt einer auf den Rücken geht, oder? Ja, sie sind ja aus dem gleichen Kanton. Grundsätzlich wird es wahrscheinlich schon schauen, dass es im Kanton Schweiz bleibt. Nur eben, es muss immer geschwungen sein. Es muss auch jetzt die sechsten Gänge, wie es gut gesagt haben, die Experten, die müssen zuerst noch geschwungen sein. Man hat mittlerweile ein paar Rigen bekommen. Wir sehen den Imhof Andi. Wird gegen Braun Jonas antreten. Also die möchten eigentlich um einen Spitzenrang. Wie auch der Schuler Alex, der gegen Suppiger Röni in die Hose steigt. Also es sind sicher die Kandidaten, die am ehesten etwas mitreden um einen Sieg. Was noch weiter zu erwähnen ist, der Schurtenberger Sven kommt mit dem Südwestschweizer Gast Gabani Benjamin über. Also der von diesen drei Partien aus Sieger vom Platz kann gehen, dann kann sich vielleicht noch ein bisschen Hoffnung machen, wenn es einen gestellten Gang wird geben, im Schlussgang. Aber es geht jetzt. Wenn wir uns jetzt auf die folgenden Gänge konzentrieren, sehen wir den Vicky Joel mit dem Höfliger Andreas. Beide, die wir heute schon den ganzen Tag mal gesehen haben. Und da sind wir schnell auf Platz 4 übergeswitcht. Der Vicky Joel, sicher Gang des Tages mit dem Sieg über Sempach Thomas, probiert auch hier wieder mit Kurt. Ja, und das war der fünfte Gang, der dann schlussendlich den Unterschied ausgemacht hat, eben die Niederlage gegen Mühlenstein Mike. Genau, aber auch er wird sicher den letzten Gang noch siegreich gestalten. Da hat er nur mit 47 Punkten. Hat er jetzt. Also wenn er den letzten Gang gewinnen kann, hat er mit 57 Punkten einen guten Kranzrang. Und auch verliert wird auch nicht Kranz zeigen. Platz 3, Thomas. Ja, eins kann man sicher sagen, wenn man jetzt auf die Uhr schaut, schon 12 vor 5. Also der Schlussgang, der ist sicher nicht am 5. Ja. Platz 3 hat gerade zusammengegriffen. Es hat halt relativ viel gestellte Gänge heute. Und das verzögert jetzt natürlich gerade. So ein bisschen zackig schwingend. Probiert wieder mit Kurz, mit seiner Spezialwaffe. Und kommt zum Resultat. Und zeigt es gerade an. Der Kranz, den habe ich auf sicher. Den nehme ich heute auf Sürenberg heim. Gratulation an Joel Vicky zum Kranz hier am 110. innerschweizerischen Schwing- und Alpenfest. Zeinsiedler. Seht hier seinen Kurzzug. Auf dem Platz 4 und dann zur Begegnung
zwischen dem Bricker Michi und dem Suppi Martin. Ja, und das heisst natürlich gerade sowieso, wenn nicht sonst schon sowieso, hat sie Eintrittsbillett für Estavayer Lack gelöst. Das auf jeden Fall natürlich. Ich hoffe, könnt ihr das dort auch machen. Platz 6, Ende Gang zwischen Zimmermann Daniel und dem Schneider Markus. Wir bleiben auf dem Platz 4 und sehen Platz 6 geben sich haben wir den Suppiger Martin und den Gast mit dem Bricker Michael. Und auf dem Platz 7 sind an der Arbeit zwei, die beide noch einen Kranz machen können. Für Michi, den wir heute auch schon im Einsatz gesehen haben. Und auch der Suppiger Martin. Suppiger Martin mit 47 Punkten. War punktgleich mit dem genau. Joel Wicki gewesen, nach 5 Gängen. Bricker. Michael hat auch 47 Punkte. Und auch für die beiden heisst, der Sieger hat den Kranz. Und der Verlierer geht ohne heim. Wir haben vorhin ein bisschen gerechnet, was reicht für den Kranz. Also ich sage rein so aus dem Bauchgefühl heraus, 56-50 braucht man wahrscheinlich, aber es ist natürlich auch abhängig, wie viele gestellte Gänge das jetzt noch geht im letzten Gang, dass da vielleicht sogar 2-5 reichen könnte. Hätte es ja schon gegeben, dieses Jahr, bei Kranzfest, dass dann eben 56-25 gelangt hat. Man spürt es irgendwie ein bisschen. Alles blanket ein bisschen auf den Schlussgang. Ja, jetzt geht es natürlich um die Wurst. Oder? Jeden Gang geht es um einen Kranz. Oder, ja, um die Entscheidung, ob man am Abend mit ihren Damen den Kranz gut entgegennehmen oder ob es halt nicht länger. Und das ist schon noch spannend. Und wir sind auf Platz 5 übergegangen. Schuler Philipp, der Mann, den wir heute schon ein paar Mal im Bild gesehen haben, neben dem Sagmälring, weil wir er könnte meinen, es sei in der Schule Christian. Aber es ist eben der Brüder, er, der hier gegen den Stalder Remo antritt in seinem 6. Gang. Stalder Remo, der nach 2 Niederlagen zum Start 3-mal gewonnen hat. Mit dem Terrain konnte gut machen. Jetzt aber noch einen Sieg braucht, wenn er den Kranz machen will. Platz 3 vor dem Josef. Schuler Philipp.
Schulde Philipp könnte vielleicht sogar ein 9 länge. Kämpft nämlich auch auf 56. 50. Auf dem Platz 5 sind an der Abend der Stalder Remo und der Schulder Philipp. Und der Stalder Remo, er gleich viele Punkte wie die Herren, die vorhin schon Einsatz gesehen haben. Vicky, Joel und Konsorten, alle 47-0 nach 5 Gängen. Das war auch der Stalder Remo, der Eidgenoss von Mümliswil. Christian, nach irgendwo am Schauen. Schaut er seinen Brüder zu. So, im Hintergrund hören wir, der Grad Martin hat seinen letzten Gang siegreich gestalten können. Wenn es ein Blattwurf war, kommt er auf 56-50. Der längert zum für den Kranz. Hat so den Kranz. Oh, oh, oh. Der Schuler Philipp ist ja ganz neu. Er hat fast das Resultat, aber nur fast. Der Gang wird wahrscheinlich nicht mehr so lang gehen. Jetzt wird man sehen, was sie noch bereit sind zu riskieren. Sicher der Remo, wie wir gesagt haben, der muss gewinnen. Aber der Schuler Philipp liegt kommt zum Sieg. Auf dem Rücken, nein. Der Remo kommt mit dem inneren Haken zum Ergebnis. Siegerplatz 5, Stalder Remo. Das heisst für den Schuler Philipp. Wird's knapp. Ein 8-5. 8,5, das reicht wahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher. Und er darf sich auf Innerschweizer Kranz freuen. Jetzt haben wir auch noch eingespielt, der Grad Martin, noch sein letzter Kampf. Das ist der, den wir vorhin im Hintergrund gehört haben. Das Publikum jubeln. Der Grad Martin, der seinen letzten Gang hat gewinnen konnte. Sind wir bereits schon den Schurtenberger Sven gegen Gabani Benjamin, der Gast aus der Südwestschweiz. Auf dem Platz 4 von Marsan. Der Guido und der Kämpf Elias. Sagst du Benjamin oder Benjamin? Benjamin wahrscheinlich in dem Fall. Für ihn sicher schön, einen Kranz zu heimnehmen. Er ist eigentlich schon kranzsicher. Mit 48 Punkten, also wenn er jetzt auch verlieren würde, hat er den Kranz. Aber er geht auf Angriff und sucht Altentscheidung.
Fische, Hübsche, Flotte, Ehrendame, heute schon mal ein paar Mal. Der Gast vom Schwingclub La Gruyère aus dem Freiburger Land. Genau, und wenn sie natürlich auch gewinnen kann, kann natürlich auf einen gestellten Schlussgang hoffen. Dann hat er eventuell noch eine Chance, den Festsieg zu entführen. Das wäre natürlich der Clou, wenn der Benjamin würde den Festsieg in die Südwestschweiz entführen. Das wäre natürlich. Der Gast, der alle überlistet, wo niemand mitgerechnet hat. Genau, das wäre natürlich ein riesen Highlight. Wir haben einen weiteren Funkgegenstand, all die, die auf der Tribüne A sitzen und eine Lumix-Kamera hätten. Schauen wir mal, ob sie wohin. Er hat den ersten verloren, hat der Schuler Alex. Dann der Ambühl Joel gewonnen mit einem 10. Höfliger Andreas mit einem 10. Schöpfer Roni und Zimmermann Simon mit einem 9,75 gewonnen. Und der Schurtenberger Sven die erste gestellt und dann die restlichen vier gewonnen. Unter anderem zwei Eidgenossen. Ich sag mal, bettet der Nötzli Bruno und der Mathis Marcel. Schurtenberger Sven und der Gast aus der Westschweiz, Capanin Benjamin. Jetzt musst du im Weiberhocken fast zum Ergebnis kommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie uns jetzt gerade einschalten, hier auf dem Zentralschweizer Fernseher Tele 1, weil gerade 5 Uhr ist und Sie denken, ja, wäre jetzt gerade noch schön, den Schlussgang zu schauen. Das ist er nicht, der Schlussgang vom 110. Innerschweizerischen Schwing- und Alpenfest als Einsiedel. Wir haben ein bisschen Verzögerung. Die einen oder anderen haben wirklich die ganze Gangdauer von 6 Minuten ausgenutzt, weil es eben der eine oder andere etwa gestellte Gang gegeben hat. Haben wir hier ein bisschen Zeitverzögerung, den Schlussgang, ja, Viertelstunde. Ich hätte jetzt gesagt 20 Minuten, aber Viertelstunde haben wir auch. Oder 17,5. Ich werde es sehen. Genau, sicher hier zwei Gegner, die um den vordersten Rang mitschwingen. Kanton Luzern gegen Freiburg. Ein Gast aus der Südwestschweiz. Auf dem Platz 3 sind schon Sven probiert wieder mit Weiberhocken kurz sitzen. Und das ist das Ergebnis. Resultat. Kann sich das 10 schreiben. Kommt somit auf 58,50. Er kann sicher einen Lebigpreis in Empfang nehmen. Also er wird sicher zweit sein. Auf Platz 1 ist dann Rebecca Mario und Zimmermann Martin. Vielleicht der Muni elegant. Oder vielleicht als Rind. Du tendierst aufs Rind, ich auch. Wird bestätigt, das 10 und das 8,5. Auch für den Gabani. Hat so mit dem Kranz. Kann. Sicher einen Teilerfolg feiern heute oben. Es geht hier gerade weiter. Wir sehen den Suppiger René. Und den Schuler Alex. Das ist der Cousin von Christian und von Philipp. Genau. Der Suppiger René, der heute Morgen den gerade Martin Blatt im ersten Zug aufs Tagmau geleitet hat. Und ich eigentlich als Geheimfavorit getippt habe. Macht jetzt um einen Spitzenplatz. Probiert jetzt auch gerade von Anfang an den Tarif durchzugeben. Und jetzt kann man eigentlich schon sagen,
all die, die hinten nachkommen. Nein, den Braun Jonas haben wir noch nicht gesehen. Aber der Schurtenberger Sven könnte hier wirklich um den Tagessieg mitreden, wenn eben der Schlussgang allenfalls würde gestellt werden. Genau. Aber für ihn ist sicher schon ein grosser Erfolg. Also jetzt zweit ist er auf jeden Fall mit dem Resultat. Also ich glaube, er wird sicher schon überzufrieden sein mit dem Resultat, das er jetzt heute hier angelegt hat. Er hat den ersten Gang gestellt, nach 5 gewonnenen Gängen. Das ist natürlich ein Bombenresultat. Andere haben schon so fest gewonnen. Er ist jetzt wahrscheinlich zweit. Und das ist natürlich eine super Leistung von ihm. Eine weitere gute Leistung heute. Schurtenberger Sven, du hast es gesagt, weitere gute Leistung. Der Sieger vom Luzerner Kantonal. Ich habe es heute ebenfalls schon ein paar Mal gesagt, ausgerufen. Langsam aber sicher werden wir uns am Festende widmen. Und denken Sie daran, nehmen Sie doch bitte, bitte den Abfall mit. Probiert mit. Uiuiuiui. Das ist das Resultat. Das ist jetzt sicher eine Überraschung. Schuler Alex hat hier mit Fußstich. Kontra. Die Sachen entsorgen. Dann müssen wir morgen nicht so viel unter den Tribünen zusammenkratzen. Und jetzt habe ich noch ganz, ganz eine wichtige Durchsage. Schuler Alex, auf jeden Fall weit, weit vorne im heutigen Schlussklassement. Kommt auf 57,50. Somit wird er sicher auch einen vorderen Rang in Betracht nehmen. Nachher würde ich ihn wegnehmen. Soll doch jeder ein Fest andenken. Einer. Aber auch der suppige Röni wird gleich den Rand haben mit dieser Punktzahl. Für ihn längert sicher noch. Klar, er hat jetzt um einen Rang verloren. Er hat eigentlich um einen Spitzenplatz gekämpft. Und jetzt den abgeben an Alex. Das ist natürlich für ihn sicher eine kurzfristige Enttäuschung. Aber am Abend kann er wahrscheinlich zufrieden sein mit dieser Leistung, die er heute vollbracht hat. Es geht dann gleich weiter, der Braun Jonas, der ja im 5. Gang der Martin Latte-Sagmau geleitet hat, kämpft gegen Imhof Andi. Auch sie zwei machen um einen Spitzenplatz. Ja, für den Braun Jonas gilt das Gleiche wie für den Schurtenberger Sven. Wenn er mit einem 10, jetzt muss er natürlich da mit einem 10 gewinnen, dann wäre er dann Ex-Eco-Sieger mit dem Schurtenberger Sven. Wenn jetzt die beiden Mühlenstein Eik und Schuler Christian im Schlussgang würden stellen, oder? Dann habe ich so richtig gerechnet. Auf dem Platz 2 sind an der Arbeit der Ingrid Hirmin. Sicher vom Blatt her. Sicher der Andi-Favorit. Aber der Jonas greift hier gerade an. Sieht man, wie die Kräfte vorhanden sind. Er hat jetzt einfach den Imhof Andi schnell aus dem Boden rausgelöpft. Und ich schätze, der Imhof Andi wird wahrscheinlich gut 115 Kilo sein. Also da sieht man, wie die Schwinger athletisch sind. Fünf Kilo daneben. 120 Kilo. 120 Kilo. Aber wie der Jonas jetzt ihn mit einer Leichtigkeit rausgelöpft hat, das ist auch noch eindrücklich. Gut, das ist immerhin auch 95 Kilo. Mit 1,94 Meter groß. Und das ist natürlich Metzger von Beruf. Genau. Da haben wir heute schon den einen oder anderen gesehen. Im Sagmelring. Nach Festende geht es im grossen Zelt Schweiz sowie im Schwingerdörfli weiter mit Unterhaltung. Geniessen Sie doch noch ein paar Stunden hier im schönen Klosterdorf einsiedeln. Der Braun Jonas, der 25-jährige Platz 4 vermisst aus Entlebuch. Marco. Platz 4, Rohrer Marco. Er hat bis jetzt 5 Kränze gewonnen in seiner Karriere.
Der jetzt hier arg in Bedrängnis kommt gegen den Imhof Andi. Der lässt nicht schauen, aber lässt ihn jetzt doch gehen. Und Timo Fandi dem gegenüber, der 55 Kränze gemacht hat, also ab 50 mehr. Siegerplatz 3, Nützli Bruno. Er ist auch ein paar Jahre älter. Auf dem Platz 2 sind an der Arbeit der Efinger mit seinen 31 Jahren, die er auf dem Buckel hat. Und auf dem Eis sehen wir Biri Christian und der Filiger Cyril. Timo Fandi weiss es natürlich, auch mit dem 10 kann er nicht mehr gewinnen. Ja, weil jetzt der Schurtenberg von ihm ist. Aber es geht natürlich um einen Spitzenplatz, der, denke ich, im Vordergrund steht. Ja, 6 Minuten Gangdauer. Wie lange haben wir noch? Aber Minuten hat er noch nicht gesagt, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lang gehen. Uiuiui, Kurzangriff. Und das war noch nicht die Entscheidung. Er geht es nicht. Schwierig. Das ist wahrscheinlich schwierig, sind drinnen. Jetzt ist passiert. Imhof Andi, herzliche Gratulation zu einem absoluten Spitzenplatz hier. Zu einsiedeln nach seinem Sieg im letzten Jahr bei seinem Heimfest. Jetzt also wieder ein Spitzenplatzierung. Genau. Momentan wäre das jetzt der dritte Platz für ihn. Aber auch und jetzt ist auch klar, der Sieger vom heutigen 110. Innerschweizerischen Schwing- und Alpenfest. Das Einsiedeln heisst entweder Mühlestein Mike, Schuler Christian oder Schurtenberger Sven. Genau, wenn es würde stellen. Aber das machen sie ja nicht. Wenn zwei Experten das sagen, dann muss es so sein. Es wird immer noch auf allen Plätzen geschwungen. Wir sind auf dem Platz 5. Bucher Christian gegen Heinzer Stefan. Müsste das sein? Ein Nicht-Kranzer gegen einen Kranzer. Währenddem da die beiden kämpfen um den Sieg. In dem 6. Gang hat der Philipp Sager einmal vor dem Mikrofon, der vielleicht heute noch ganz gross rauskommen könnte. Ja, Sven, ein riesen Resultat für dich, sicher der 2. Schlussrang. Ja, wie bist du zufrieden mit dem Fest? Ich bin sehr glücklich, dass es noch so rausgekommen ist, nachdem ich im ersten das Risiko viel zu wenig gesucht habe. Jetzt konnte ich durchstarten mit 5 Siegen aneinander. Was ist so der Schlüssel zu diesem Erfolg? Hast du irgendeinen Gang, wo du gemerkt hast, mal jetzt an dem liegt?
Ich habe immer ein bisschen Mühe im Ersten, als ich ein gewisses Risiko suche. Aber nicht zu viel, als ich nicht im Ersten so blöd verliere. Und jetzt konnte ich es endlich höher ausschrauben, das Risiko. Und auch so können gewinnen. Du hast Luzerner Kantonale gewonnen, jetzt sicher der zweite Rang. Eventuell kannst du den Sieg auch noch erben. Wie tust du jetzt diesen Erfolg einordnen? Höher oder gerade tiefer, je nachdem wahrscheinlich, wie es rauskommt? Also ich werde sicher die zwei Erfolge jetzt in der Schweiz, wenn ich auf dem zweiten bin, sicher ein bisschen tiefer einordnen. Weil der Sieg ist natürlich ganz etwas anderes an einem Kantonale. Und das wird sicher auch einen höheren Stellenwert haben. Aber du nimmst an, den Schlussgang wirst du jetzt auch schauen, weil es könnte ja eventuell auch noch länger. Ich werde sicher schauen. Ich weiß nicht mehr, wie die zwei miteinander schwingen. Es sind recht starke, die zwei. Das ist sicher schön, zuzuschauen. Dann wünschen wir viel Glück und schauen mal, was rauskommt. Danke vielmals, werden wir. Und mittlerweile ist es Viertel ab 5 Uhr und wir können immer noch nicht schauen, was rauskommt. Also die Viertelstunde, die ich einmal gesagt habe, dass es noch könnte, gehst du mal um, dann sind wir hier bei deinen 20 Minuten. Oder ich glaube, die wäre ich noch knapp, die 20 Minuten. Es sind da wirklich noch einige, die da auch noch zweckstehen, die noch ihre Gänge machen wollen. Also, ich denke, wir müssen uns auf die halbe 6 konzentrieren. Platz 3, Arnold Stefan. Der Gang auf dem Platz 2 zwischen dem Evelyn und dem Wasserreto ist eine Fortsetzung. Der ist vorher unterbrochen worden. Und wir sind auf dem Platz 5. Zwei Kranzer gegeneinander. Der Christian und der Müller Toni. Platz 3, 1, 2, 7, Gasser Stefan und der Ampel Joel. Sie beide eigentlich möchten eigentlich auch nicht mehr um den Kranz. Sie haben 45, 75. Sie können einfach noch auf einen guten Kranz hinter dem Kranzrang, also guten Rang hinter dem Kranz machen. Aber da reicht es eigentlich nicht mehr für den Kranz. Aber für einen kleinen besseren Preis im Gabentempel. Wunderschönen Zug haben wir hier gesehen, einen kurzen Fußstich. Hat der Gewerder Christian Platt gewonnen, hat sich noch das Zehni schreiben und wird somit auf 55, 75 gehen. Gewerder Christian von Oberart. Bilderbuch, Fußstich. Es geht weiter. Sempach Thomas gegen Hurschler Thomas. Hurschler Thomas aus Gravenort gegen den Gast Sempach Thomas, den wir heute auch schon mehr als einmal im Einsatz gesehen haben. Der Eidgenoss. Sempach Thomas hat 47,25. Der Hurschler Thomas genau gleich viel. Also beide müssen eigentlich den Sieg haben, dass sie den Kranz in Empfang nehmen. Also für sie ist klar in der Weise volles Risiko. Ursula Thomas ist eine sehr gute Verteidigung, gute Brücke bekannt auch, dass er auch abschlunkert.
Also da muss sich der Thomas Sempach sicher das ein bisschen vorbereiten, sonst läuft er hier in den Konter. Ja, und jetzt zieht der Hurstler im Sempach den Ohrenschutz gerade ab. Siegerplatz 2, Eglin Pirmin. Ursula Thomas probiert es in der Brock. Und der Sempach Thomas jubelt. Das Duell der beiden Thomas gewinnt der Gast. Genau. Und da eigentlich nichts anbrennen. Der Boden gut fixiert. Der Kampf auf der Egli Manuel und der Wirsch Marco. Das mit diesen Noten kann nicht ganz stimmen, aber das 9,75 würde der Sieg, würde ich jetzt mal sagen, und für die Niederlage wahrscheinlich ein 8,75. Genau. Da sehen wir den Ulrich Andreas. Das ist natürlich nicht der Braun Jonas, das ist der Bankhauser Marco. Bankhauser Reto. Reto, Entschuldigung. Der Marco wäre der Brüder. Genau. Ulrich Andreas gegen Bankhauser Reto. Der Bruno Jonas haben wir schon im Einsatz gesehen. Gegen Imhof Andi. Ulrich Andreas hat 47 Punkte. So, da muss sicher ein Sieg geben, wenn er den Kranz will. Der Reto hat 47,50. Platz 7 haben sie eben zusammengegriffen. Der Glockner Hans-Jürg und der Imfeld Peter. Ein bisschen ein Abtasten. Und hier sehen wir den Mühlestein, Mike, den Schlussgang-Teilnehmer, der hier langsam, aber sicher Richtung Schwinger-Arena sich auf den Weg macht. Siegerplatz 3, Fankhauser Erich. Die Schule Christian haben wir noch nicht gesehen, der schon vom Weg ist. Innere Hocke vom Ulrich Andreas. Kampfrichter winkt eigentlich ab, dass das Resultat war ist bereits. Und jetzt hat er es realisiert.
Timo Vandi jubelt dementsprechend. Ulrich Andreas, Entschuldigung. Sieger, Platz 5, Ulrich Andreas. Ulrich Andreas, ich sage auch noch Timo Vandi, genau. Genau. Kampfrichter hat nicht gemerkt, eigentlich, dass die am Kampfrichtertisch bereits Resultat gegeben haben. Also weil es richtig Kampfrichtertisch gefallen sind, haben eigentlich die am Kampfrichtertisch das Resultat gesehen. Dementsprechend als 10 für Ulrich Andreas. Wir haben telefoniert, rechnen. Vielleicht tut er noch den V-Anhänger organisieren für den Muni oder die letzten Tipps. Macht einfach einen ziemlich gelassenen Eindruck. Oder hat Verwandte, Freunde, Kollegen, was auch immer angerufen und gesagt, musst du einschalten um 17:30 in Tele 1. Kommen dann live. Er macht aber noch einen ziemlich gelassenen Eindruck. Also sicher schon fokussiert. Ah, der Adel ist jetzt bei ihm, zum gleichen Schwingklub. Die Zeider wahrscheinlich hat er gesagt, es gibt ja keine Gestellten. Und der kleine Leinbacher Adi ist auch nicht dabei. Dienstmitteilung. Ja, da können wir ihn gerade fragen, was er ihm gesagt hat. Genau, sie kennen einander natürlich schon seit Jahren. Und der Adi mit so sehr viel Erfahrung ist natürlich für einen Mike eine gute Bezugsperson. Ich kann ihm dementsprechend auch noch Tipps geben. Ja, er kann natürlich der Schule Christian auch in- und auswendig. Er kennt natürlich der Schule Christian auch sehr gut. Und ja, er weiß ja, wie der Mike auch schwingt. Dadurch, dass sie im gleichen Club sind, kann er ihm natürlich wichtige Tipps geben. So wie wir sehen, lässt er auch auf, Adi. Also, ja. Er nimmt die Tipps entgegen. Fabienne wird nicht fragen, Adi Leinbacher. Was hast du denn gesagt? Was hast du gesagt? Und der Philipp Sager hat mit dem Andi Imhof reden. Andi Imhof, dritter Rang, letztes Jahr der Festsieg. Wie ordnest du den Rang jetzt ein für dich, deine Leistung persönlich? Ja, das ist wieder ein Top-Resultat. Ich kann um einen Festsieg mitschwingen. Ich habe gegen Joel Christian verloren. Es hat mich halt so weit hinten gesperrt, dass ich nicht mehr mag nachher für den Schlussgang. Aber es ist wieder ein Top-Resultat. Ich bin vorne und innen. Und was will man mehr? Hast du wirklich den Titel verteidigen heute oder hast du gesagt, ist das nicht im Vordergrund gestanden? Nein, also das ist sicher nicht bei mir im Vordergrund gestanden. Im Vordergrund ist gestanden, der Kranz will ich gewinnen. Ich will meine beste Leistung zeigen und ich glaube, das ist mir heute noch gelungen. Jetzt, du weißt ja am besten, wie man im Schlussgang daheim gewinnt. Was würdest du jetzt dem Christian Schuler für einen Tipp geben auf dem Weg im Schlussgang? Ja, ich würde einen Tipp geben, ruhig bleiben, das machen, was er kann, dann kommt es meistens gut. Und wer tippst du? Ja, es ist eine schwere Entscheidung. Es sind zwei starke Schwinger, es sind zwei, sagen wir, ähnliche Schwinger. Also, ich würde mich da nicht festlegen. Das kann wirklich auf B-Zeiten gehen. Aber wir werden sie weniger Zeit sehen. Merci für mal, Andi, und einst Glückwunsch zu deiner Leistung. Danke dir vielmals. Ja, der Andi Imhof, also da im Interview, im Bild, sehen wir immer noch unseren Studioexperten, den Adi Leinbacher, im Gespräch mit dem Mike Mühlenstein, der eigentlich ziemlich fokussiert aussieht. Uli, was hast du das Gefühl? Was erzählt Adi und Mike? Ja, man sieht sich ein bisschen den Mimiker. Er probiert natürlich auch die gewisse Lockerheit noch ein bisschen überzubringen. Die Anspannung ist für den Mike sicher jetzt enorm hoch. Und eben, man weiss, der Adi könnte natürlich der Schule Christian seiner Schwingzeit noch sehr gut. Sie haben auch sehr viel zusammen trainiert. Er weiss sicher sehr gut Bescheid über Stärken und Schwächen. Und er hat ihm da sicher noch die nötigen Tipps gegeben und auch noch das nötige Selbstvertrauen, dass der Mike da wirklich geladen in den Schlussgang gehen kann. Ja, sobald Adi dann da wieder bei uns sitzt, fragen wir ihn dann natürlich, ob es auch tatsächlich so war. Was hast du das Gefühl? Du hast gesagt, er kennt den Christian Schuler auch sehr gut. Kann er ihm sogenannte vielleicht Angriffsmöglichkeiten mit auf den Weg geben, wie er eben den Schuler Christian könnte kalt verwünschen am Schlussgang?
Ja, der Mike hat den Schule Christian schon einmal gewonnen mit einem Schluss, kann man einen Schweizer Kantonal. Also er weiss, wie schwingen mit dem eigentlich. Und schwingen muss er immer noch selber schlussendlich. Also er muss selber in Gang stehen nachher und das Ding für sich entscheiden. Aber es kann natürlich noch ein bisschen unterstützend sein, wenn wie so ein Koryphäe wie der Adi nachher noch die richtigen Worte findet. Auf der anderen Seite hat ja vermutlich auch der Christian Schuller der eine oder andere, der ihm noch einen Tipp geben könnte für einen Schlussgang. Ja, der Christian ist trotz sicher vor Selbstvertrauen. Er hat es geschafft, dass im Heimfest. Er ist vorderst vorne. Heute Abend im Schlussgang, dort, wo er wollte sein, das war sicher sein grosses Ziel gewesen. Und jetzt muss er es noch auf seine Seite probieren zu wenden. Und für ihn natürlich da eine riesen Motivation für Heimpublikum auf heimischem Boden mit den Haufen Leuten im Hintergrund und natürlich auch für ihn das Fest für sich zu entscheiden. Dati wieder bei uns im Studio. Wir haben die Bilder mitverfolgt, wie du mit dem Mike Müllerstein im Gespräch warst. Und jetzt musst du uns natürlich erzählen, was hast du ihm gesagt? Ja, ich sage, ich bin ein fairer Sportler und ich sage nach wie vor, ich habe es am Morgen schon gesagt, es soll der Beste gewinnen. Ich mag es jedem gönnen, auch dem Christian. Er war auch für mich ein guter Trainingspartner, ein guter Kollege. Und natürlich den Mike kenne ich noch näher. Und ja, ich unterstütze ihn zum Teil. Schwinger ist immer noch. Und da hat er natürlich auch gewisse Eindrücke noch bekommen, taktisch. Aber ich denke, schlussendlich stehen beide leider draußen und nachher das selber auf ihre Seite ziehen können. Verrat uns trotzdem noch etwas mehr. Du sagst es, du kennst den Christian Schuller auch sehr gut. Hast du jetzt da Mike können Tipps geben, wie er ihn vielleicht vom falschen Fuß verwutschen kann? Ja, ich gehe da nicht fest ins Detail. Ich kenne den Krieger gut, wenn er schwingt. Ich kenne den Mike. Auch sie kennen sich selber schon voneinander so gut. Es geht einfach mehr, manchmal das Zeug noch abzurufen, dass man es vielleicht nicht vergisst. Weil im Gang kommt man nur noch auf eine Schiene, vielleicht auf die Letzte. Oder ich hoffe es jetzt auf die Richtung. Verbeet, ich bin wieder fair. Aber es tut sicher auch gut. Ein bisschen. Und ich war auch in dieser Position. Das war ein U1 das erste Mal in Ort. Und ich konnte dort eigentlich stellen, dem Schlussgang. Aber ich habe so viel riskiert. Ich habe noch geschlunkenet. Ich habe fast verloren gegen Odermattoni. Ich habe dann natürlich aus dem gelernt, dass ich halt auch taktisch müssen überschwingen musste. Kannst du vielleicht gleich noch sagen, auch der eine oder andere lockere Spruch noch dabei gewesen, dass man eben nicht zu fest in den Fokus hineinkommt? Oder ist das Gute so gewesen für einen Mann? Eigentlich habe ich gar nicht viel Spezielles gesagt. Ich habe einfach gesagt, jetzt muss man nur noch sich selber sehen, auf seine Stärken konzentrieren und nicht den Gegner studieren und machen. Das spürt er selber dem Gang innen, wie er noch mehr muss anders stehen oder die Gunst der Stunde nutzen. Ja, man muss sich nicht mehr dazu sagen. Und die eine oder andere Bewegung haben wir ja von dir auch noch gesehen, die auch noch vorgekommen ist. Aber ich glaube, wir wollen mal noch einen Blick darauf werfen, wie dann eben der Mike Müllerstein und vor allem jetzt auch sein Gegenspieler, der Christian Schuller, in Schlussgang gekommen sind am heutigen Tag. Der Schuller Christian von Rotenturm, er ist der überragende Mann der ersten vier Gänge heute. Den Anschwingen macht der 28-Jährige mit dem Bündner Eidgenoss Kloppat Beat kurzen Prozess. Nach seinem Sieg im zweiten Gang gegen Rohrer Ivan kommt es zum Duell gegen den aufstrebenden Suppiger René. Auch hier lässt der gelehrte Metzger aus Rotenturm nichts anbrennen. Und auch die Mittagspause unterbricht den Lauf des Schuler Christian Neb. Er trifft auf seinen grössten Konkurrent vom Morgen und Vorjahressieger Imhof Andi. Wieder gibt es ein 10 auf dem Notenblatt für den Schuler Christian. So überrascht denn, dass der Schuler Christian doch noch mal zittern muss. Wegen einem gestellten im 5. gegen den Fankhauser Erich. Das 9. von den Kampfrichter rettet den Mann vom Schwingklub einsiedeln in Schlussgang. Sein Gegner hier kommt auch aus dem Kanton Schweiz. Der Müllerstein Mike, er, der im ersten Gang den Eidgenoss Imfeld Peter bodiget. Und erst im dritten bremset wird im Duell gegen den Fankhauser Erich resultiert nur ein Gestellter. Die Reaktion am Nachmittag, ein klarer Sieg gegen Müller Michael und dann der bärenstarke Auftritt gegen das Jungtalent Vicky Joel. Geduldig wartet der Mann vom Steinerberg am Boden, bis alles klar ist. Der Müllerstein Mike, der Herausforderer im Schlussgang vom Schuler Christian.
Für Spannung ist also definitiv gesorgt. Im heutigen Schlussgang jetzt haben wir mit Madi so viel über Mike geredet. Vielleicht kannst du noch ein bisschen Zeit von Christian Schuler reinnehmen. Willi, was erwartest du von diesem Schlussgang? Ja, der Christian ist hier als Favorit gestartet. Er ist dem gerecht worden. Er ist heute Abend hier im Schlussgang. Er hat ein schönes Balmeret absolviert, dass er auch er eine schöne Gänge zeigt. Er hat den Funkhauser Erich gestellt, hat den Immo Fandi gewonnen, hat den Globat BA gewonnen. Und er ist eigentlich heute das Mass aller Dinge. Und er wird auch sicher auch nach dem Ende Schweizerisch, wenn er es jetzt auch nicht gewinnt, unser Leistungsträger sein im Moment, wo wir mit Hoffnungen nachher dann auch festhalten werden. Ist er am Schlussgang der Favorit? Ja, für mich ist er der Favorit. Also ich traue ihm da den Sieg absolut zu. Und, aber eben, wie gesagt, es muss sehr geschwungen sein und es sollte eine bessere gewinnen. Bevor wir zu dem wichtigen Schlussgang kommen, wollen wir noch einen Blick aufs allgemeine Fest hier heute einsiedeln werfen. Wir haben den einen oder anderen traditionellen Einblick innen daheim schon können bieten. Da geht es vom Alphornblasen über Fahnen schwingen bis hin zum Jodeln. Also um ein Schwingfest, da ist Tradition noch richtig Trumpf. Finger. Alphornblasen. Ja, das gibt es manchmal auch. Kleine technische Probleme bei uns eigentlich heute das erste Mal. Also ich glaube, das verzeihen sie uns daheim. Dann kommen wir noch einmal zurück zu den Schlussgangteil. Uli, nicht mit Folklore. Kommen wir noch einmal zurück zu Christian Schuler, der um eine Festzeit kämpft. Wir haben es vorhin in einem anderen Beitrag gesehen. Er ist schon dreimal im Schlussgang gescheitert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie gross ist der mentale Druck auf ihm? Ja, ich weiß nicht, wie er mit dem umgeht, aber es ist schon ein Fluch da auf dem Innerschweizer Schlussgang bei ihm. Da. Ich hoffe nicht, dass er das fest im Hinterkopf hat und sich da wirklich mental jetzt fokussiert auf das Schwingen. Und danach kommt es gut für ihn. Aber es ist natürlich immer eine Vorbelastung, wenn man so einen Fest ein paar Mal den Schlussgang bestritten hat und auch schon ein paar Mal verloren hat. Adi, denkst du, ist das ein Vorteil gerade auch für Mike, wenn er weiss, ich habe einen Gegner, der uns verrecken, dass Innerschweizer einmal will gewinnen? Dass er vielleicht ein bisschen befreiter in den Schlussgang starten kann? Ja, wenn man das in den Schweizer jungen Jahren gewinnen kann, ist es einfacher, sage ich. Ja, wenn man immer zu der absoluten Spitze gehört und das Innerschweizer sollte ja eigentlich drinnen liegen, vom Maßstab her. Ja, sollte er das sicher gewinnen können oder will es gewinnen. Ich weiss, wie fest dass er es gewinnen hat es auch verdient. Aber es muss geschwungen werden. Der mentale Vorteil ist vielleicht änder bei Mike. Der Schuler Christian hat änder mehr Druck im Heimfest, hat das Fest mehr gewonnen. Der Mike ist in einer guten Verfassung. Und wenn der Christian einen Fehler macht, dann passiert es. Und da wird er alle Register müssen ziehen, Christian. Es kann sein, dass es einen Blitzentscheid gibt, dass seine Sache so sicher ist, wenn er heute auftreten ist. Und so soll es auch rauskommen, je nachdem, wie der eine oder andere besser ist. Hast du jetzt die Schwingart von Mike noch etwas angesprochen? Ist das so ein bisschen, seine Stärke, das Impulsive? Dass du sagst, es könnte sein, es geht ein paar Sekunden, der Christian passt vielleicht nicht auf und dann ist es passiert? Ja, sind auch beide zusammen, sind Offensivschwinger, Siegenschwinger, sie wollen, sie haben das Gespür dazu, im richtigen Moment zu anpacken. Es kann aber auch sein, dass es wirklich am Anfang ein taktisches Geplänkel wird. Christian hat auch schon einen Haufen Sieg aus den Händen gegeben, weil er vielleicht zu fest riskiert hat, zu viel. Und im Gang, als sie sich dann beide zusammen versteigern können. Und ich bin überzeugt, dass es da eine Entscheidung gibt. Und es gibt eine super Entscheidung. Ich möchte etwas ansprechen, wo wir jetzt eigentlich gar nicht darüber geredet haben. Der Mike Müllenstein immer einen Schlussgang am Innerschweizer, obwohl er gar kein Eidgenoss ist. Wie spektakulär ist das, dass er nicht Eidgenoss am Innerschweizer einen Schlussgang schafft? Gut, Eidgenoss wird man alle drei Jahre und der Mike drängt sich natürlich seit dem letzten Eidgenössischen stark auf den Eidgenössischen Kranz. Er ist sicher einer von diesen innerschweizer Hoffnungen, wo man Eidgenössischen Kranz auch zutraut. Und er hat das gezeigt, dass er auf diesem Niveau steht. Auch heute mit dieser Schlussgangqualifikation wird er würdige Kranzanwärter sein auf einem Eidgenössischen Kranz. Ja, Adi, das ist fast Pflicht für den Mike dann Ende August, oder? Das sind zwei Tage. Es ist eine ganz andere Liga, ganz ein ganz anderes Fest. Es ist alle drei Jahre.
Er war eigentlich in Burgdorf schon bereit gewesen, hätte auch verletzungshalber müssen hören nach dem zweiten Gang, hätte einen super Auftritt gezeigt. Ich bin überzeugt, dass er das eigentlich schon gemacht hat und auch verdient hat. Und das Eidgenossen sein oder nicht, das ist eine Zwiespältung. Ich spreche hier Sven Schurtenberger an, der eigentlich das Können auch schon lange auf sich hat. Und da können wir uns freuen. In Estoy wird es wieder ein paar neue Innerschweizer Eidgenossen geben, die wir auch brauchen. Und das ist auch, sind auch unsere Zugpferde in Zukunft. Und ich hoffe es für alle, die es verdienen und das Potenzial dazu haben, dass sie das erreichen können. Wir freuen uns natürlich riesig auf das Eidgenössische. Jetzt freuen wir uns aber noch mehr auf den Schlussgang. Willy Banz, was erwartest du von diesem Schlussgang? Im besten Fall gibt es was? Ja, ich hoffe auf einen attraktiven Schlussgang, auf einen offensiven Schwingart von beiden. Noch ein Spektakel da für die vielen Zuschauer, die da angereist sind. Und im Insgeheimen hoffe ich auf den Schulden Christian. Ich möchte es ihm wirklich gönnen, da, also auf heimischem Boden. Könnte das Fest für sich entscheiden und das gäbe sicher noch eine riesen Kölbe heute Abend oben. Und das wäre für die Organisatoren natürlich auch ein super gelungener Abschluss. Du sprichst die riesen Kölbe an, Adi, das ist jetzt schon auch etwas, was man nur am Schwingfest erlebt, oder? Die Stimmung. Wir sind da mitten drinnen bei diesen Fans und man spürt die Anspannung vor dem Schlussgang. Es sind wirklich hervorragende Fans, wenn man da sieht. Sie machen toll mit, sie führen die beiden Schwinger an. Und das ist so schön für die zwei Schwinger. Ich denke, jetzt unterbreche ich dich aber im Fall, weil ich sehe, dass da zusammengegriffen wird. Also ich würde sagen, wir gehen da sofort ab, oder, zu den Kommentatoren und geniessen den Schlussgang. Wie hoch ist dein Puls, Tommy? Also mich schudert es. Ich muss sagen, ich habe wirklich Hühnerhaut, fast Schweißausbrüche. Es ist zwar immer noch frisch da oben bei uns. Es ist frisch, aber es ist natürlich genial, wenn man unten kann stehen kann, von so einer Kulisse, das ist natürlich das ist gewaltig, das ist das Highlight, dass die vielen Trainingsstunden wieder entschädigen. Das ist natürlich einfach gewaltig, was hier abgeht. Ja, und jetzt ist die grosse Frage, gibt es eine Premiere? Der Mühlestein Mike, der zum ersten Mal in einem Schlussgang steht von einem Innerschweizer, gewinnt er zum ersten Mal auch das Fest? Oder schafft es der Christian Schulner? Er zum vierten Mal im Schlussgang an einem Innerschweizer, gewinnt er jetzt nach 3 Niederlagen zum ersten Mal das Fest und das gerade noch daheim vor der eigenen Haustüre? Ja, die Leute machen da noch mit. Das ist sensationell, wie hier eine Stimmung herrscht. Eben, wie Adi das richtig analysiert hat, mentaler Vorteil sicher beim Mike. Der Christian weiss, wie das ist, Schlussgang zu verlieren an einem Innerschweizer. Das ist sicher sein Nachteil. Der Mike kann dadurch sicher profitieren, aber eine Bombenleistung heute den ganzen Tag, was der Christian gezeigt hat. Also wieder sein Vorteil. Er probiert jetzt auch gerade anzugreifen. Der Mühlestein Mike kommt raus. Aber da ist schon das erste Mal ein bisschen brenzlig geworden. Schule Christian probiert gerade auf Tutti zu gehen. Er 2006, vor 10 Jahren, im Schlussgang gestanden, das Mutital. Hat gegen Mario Thürig verloren. Nachher das Innerschweiz 2008 zu Wallhausen. Verloren gegen Thomas Achermann, 2010 Attighausen. Verloren gegen Philipp Leimbacher. Und jetzt, 6 Jahre später, im Schlussgang gegen den Mühlestein Mack. Ja, er hat heute sicher eine Top-Verfassung. Also, er ist körperlich zu Weg, schwingerisch, auf einem Top-Niveau. Eigentlich, wenn er es heute nicht machen kann, ja. Da weiß ich auch nicht wann, aber er hat sicher die besten Voraussetzungen, um das Fest zu gewinnen heute. Aber es muss geschwungen sein. Hand gestoppt jetzt 2 Minuten Gangdauer. Das heisst, es geht noch 10 Minuten, wenn es vorher keine Entscheidung gibt. Gelingt dem Mühlestein Mike, der grosse Kuh, gewinnt sein zweites Kranzfest. Christian probiert gerade mit Kurz wieder. Probiert auch hier seine Marken aufzudrücken.
Es ist auch gerade Müsli-Stelle in der Arena, 8'500 Zuschauer. Alle schauen auf die zwei Herren, Platz 7. Wild Sport nicht wieder an. Übersprungversuch. Angriff von Mike. Der Mühlenstein Mike, der 27-Jährige gegen den 1 Jahr ältere Schüler Christian. Sven, der kann natürlich lachen. Ja, er wäre der lachende Dritte, wenn die beiden stellen. Genau, aber eben, wie er schon gesagt hat im Interview, er ist zufrieden mit seiner Leistung, die er heute gezeigt hat. Ein super Leistungsausweis von ihm. Mittlerweile sind wir bei 4 Minuten Gangdauer angelangt. Ich traue jetzt zu behaupten, umso länger es geht, umso mehr Vorteil. Mike, würde ich jetzt sagen, aber... Oder Schortenberger Sven. Ja, ich bin überzeugt, dass es eine Entscheidung gibt. Ein ungeschriebenes Gesetz. Schwierig zu sagen. Kurzangriff von Christian. Ja, ist klar, oder? Schwul Christian sagt, wenn schon nicht der eigene Schwingclub gewinnt, da der Schwingclub einsiedelt, dann wenigstens einen aus dem Kanton Schweiz. Vielleicht. Stichversuch von Christian. Probiert da schon das Zepter zu übernehmen. Wir sind bei 5,5 Minuten, bald die Hälfte rum. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin selber auch nervös. Ich glaube, jeder Schwinger, der hier schon mal in so einer Arena durfte schwingen, da muss man nicht einmal selber im Schlussgang stehen. Also da kann man schon mitfiebern, wenn man das nur beobachten kann. Man spürt so richtig die Atmosphäre drinnen. Jetzt ein Angriff von Mike. Und jetzt, was geht natürlich im Kopf? Die wissen auch, oder? Wir brauchen irgendeine Entscheidung. Zeit, die wird Ihnen ja angesagt, aber wahrscheinlich erst die letzten Minuten. Hast du das einfach ein bisschen im Gefühl? Genau. Man hat sicher ein Gefühl. Vielleicht hat er einen von den Clubkameraden am Platzrand, der noch mehr Zeitdetails durchgibt. Aber grundsätzlich hat man das schon ein bisschen im Gespür, was hier etwa geht. Und jetzt der Angriff von Christian Schuler. Und es ist nicht das Resultat. Christian Schuler hat mit Weiberhaken probiert. Das war knapp. Ja, aber es ist ein richtiger Entscheid vom Kampfrichter. Es ist natürlich auch zu werten, wie kann er mit dem umgehen, dass er jetzt zweimal nöch war an einem Resultat. Macht er das stärker, überzeugter, dass er da den Sieg heute erzwingen kann, dann macht man das eher ein bisschen nervöser. Das sind alles so Sachen, die jetzt Einfluss haben auf Christian. Aber der Mike probiert jetzt auch eigentlich. Gute Halbzeit. Wir sind bei 7 Minuten. So ein bisschen das Fazit vom Tag. Alle machen es irgendwie ein bisschen spannend. Und das war es. Das ist das Resultat. Der Christian Schuler leitet den Mai.
Mike Mühlenstein auf den Rücken. Herzliche Gratulation an Christian Schuller. Beim vierten Anlauf im Schlussgang Genau. Hat es geklappt. Der Sieger vom Innerschweizer Schwing- und Autofest geht einsiedeln. Geht zum Christian Schuller. Sieg für den Schwingclub einsiedeln. Genau. Ein riesen Druck, der von ihm fällt. Jetzt wird er noch vom Martin und vom Schuler Alex. Und die Luft auf den Glück. Ja, natürlich auch herzliche Gratulation an Mike Mühlenstein für diese super Leistung. Super Leistung natürlich von Mike. Darf man natürlich nicht schmälern, die Leistung, die er heute gezeigt hat. Aber der grosse Sieger, Schuler Christian, der eindrücklich gezeigt hat, wer der Meister von Einsiedeln ist. Ein riesen Druck, der von ihm abfällt. Was hat er verdient? Der Mann aus Rotenturm und da der enttäuschte Mike Mühlenstein. Vielleicht noch einmal, wie wir sehen, wie er ihn genommen hat mit Übersprung. Also hat er volles Risiko genommen. Und kann es auf den Rücken drehen. Ein bisschen am Platzrand draussen. Und damit der 78. Kranz für den Christian Schuler und der 13. Sieg. Und jetzt steht er live beim Interview bei unserem Philipp Sager. Ja, Christian Schuler, einer der grössten Siege von dir. Wie fühlt es sich da an, in der eigenen Arena sozusagen vor der Haustür zu gewinnen? Also das Gefühl ist momentan unbeschreiblich. Das ist einfach genial. Und danke allen Zuschauern, die gekommen sind. Wir waren super gewesen heute. Super Tag. Merci vielmals. Ich muss auch sagen, du bist schon dreimal im Schlussgang gestanden. Jetzt hast du es endlich erreicht. Was bedeutet dir der Sieg? Ja, aber es ist immer ein längeres Semester-Thema geworden, dass ich den ISV nie gewinnen kann. Immer ein bisschen näher dran gewesen. Und ja, heute war es wieder ein harter Fall gegen Mike. Es hat auch auf seine Seite kippen können. Gratuliere ihm herzlich. Das ist eine tolle Leistung und ich bin selber überglücklich, dass es jetzt endlich geklappt hat hier. Ja, und freue mich einfach. Wie hast du selber den Schlussgang erlebt? Hast du von Anfang an gemerkt, mal heute mache ich es? Eigentlich habe ich während dem Schwingen gar kein gutes Gefühl gehabt. Wir kennen uns sehr gut aus vielen Trainings. Auch etwa den Schwinger haben wir schon müssen. Und er ist ein extrem starker Schwinger, hat heute super geschwungen. Also es war ein sehr schwieriger Gang für mich. Wie wichtig ist der Sieg, wenn wir ein bisschen aufs Eidgenössische heranschauen, Estavayer? Gibt es noch zusätzlich sagen wir mal, einen Schub? Ja, jeder Sieg tut gut. Und jetzt, dass ich jetzt auch das Teilverbandsfest gewinnen konnte, die CSV gewinnen konnte, macht mich überglücklich. Du hast selber hier die Arena geholfen mit aufstellen. Ich nehme an, heute wird noch so richtig gefestet. Ja, heute geniesse ich sicher noch ein bisschen. Die ganze Familie ist da, meine Frau, mein Sohn. Es ist wunderschön. Viele Leute, die ich kenne, der ganze Trainer, das Umfeld. Einfach herzlichen Dank, was ihr für mich macht, die ganze Familie. Sonst wäre so etwas nicht möglich gewesen heute. Vielen Dank dir, Christian. Und ich denke, es ist noch ein riesen Applaus wert. Der Sieger vom Innerschweizer Schwing- und Alpenfest 1, Christian Schuler. Merci vielmals, danke. Ein emotionaler Sieg also vom Christian Schuler. Man sieht richtige Emotionen, die hier aufgekommen sind. Das werden wir natürlich analysieren und zwar bis ins kleinste Detail. Natürlich auch noch über Mike Mühlenstein reden, der hervorragende Leistungen gezeigt hat. Vorher gibt es aber bei uns auf Tele 1 wie immer am 6. Nachrichten. Wir sehen uns gerade nach den Nachrichten wieder zu dem krönenden Abschluss vom ISAF 2016. Mit einem glücklichen Festsieger, Christian Schuler. Bis Graz. Schweizer Schwing- und Alplerfest 2016. Präsentiert von Migros Luzern und
Ihrem Versprechen aus der Region für die Region. V-Zug, Schweizer Perfektion für zu Hause. Einsiedlerbier, nicht irgendein Bier, dein Bier. Im Holz Autohaus Cham, Ihre Partner für Peugeot, Ford, Volvo und Nissan Nutzfahrzeuge.